Hallo Robert. Hallo Dirk. Du hast ja ein paar tolle Sachen hier aufgebaut. Was machst du uns heute? Heute machen wir einen klassischen Gulasch. Wir haben hier Jungbullenfleisch vom Chateaubœuf, einmal aus der Keule geschnitten, eine wunderbar schöne magere Alternative oder aber etwas Durchwachsenes. Robert, viele machen ja den Fehler und braten das Fleisch in der vollen Menge auf einmal in der Pfanne an. Warum sollte man das nicht machen? Es ist also nicht wirklich förderlich für euren Gulasch, wenn ihr so eine Menge in den Topf gebt. Wichtig ist, dass der Boden, nur der Boden bedeckt ist. Im Grunde genommen anbraten wie ein Steak. Die Gulaschwürfel wirklich anbraten wie ein Steak, dass sich die Röstaromen bilden und dann im Prinzip aus der Pfanne in den Topf geben und die nächste Fuhre anbraten. Welches Öl nutzt du denn dafür? Dirk, ich nehme herkömmliches Rapsöl. Rapsöl ist geschmacksneutral und kann auch sehr viel Hitze aufnehmen, ohne zu verbrennen. So wirklich schöne Röstaromen ans Fleisch zu kriegen. Nicht zu viel. Um zu testen, ob das Öl heiß genug ist, kann man einen Zahnstocher, einen kleinen Holzstab in das Fett stellen. Wenn rund um dieses Stäbchen sich Blasen bilden, dann wissen wir, ist das Fett heiß genug. Ganz wichtig nochmal, dass ihr wirklich nur den Boden bedeckt und die Pfanne nicht überladet. Und dann lassen wir das Fleisch schön vor sich hin anbraten, bis dass die Röstaromen schön ausgeprägt sind. Und dann kommt die nächste Fuhre zum Anbraten. Robert, jetzt bist du ja mitten beim Anbraten. Wann würzt du das Fleisch? Das mache ich sofort, Dirk. Beim Anbraten salzen und pfeffern. Salzen und pfeffern tun wir jetzt schon, damit das Fleisch besser die Würze aufnimmt vom Salz. Richtig, Dirk. Kann leicht karamellisieren. Richtig. So, wie du schon gesagt hast, so karamellisiert es schön. Und es brät sich besser ein. Sehr gut. Dirk, ich bin ein Gulaschfreund, ein Gulaschfreak. Es gibt einmal in der Woche mindestens bei mir zu Hause Gulasch. Bei mir ist es sehr ähnlich. Ich liebe den Geschmack. Man ist flexibel, was die Würzung angeht, ob jetzt mit Paprika oder ein Segediner Gulasch mit Sauerkraut. Auch man ist auch sehr flexibel mit den Beilagen. Richtig. Mit Nudeln, ja. Mit Kartoffeln. Das ist das, warum ich Gulasch so liebe. Das Gulasch haben wir jetzt angebraten. Auf zwei Touren geben es in den kalten Topf, was sehr, sehr wichtig ist, damit wir keine verschiedenen Garergebnisse haben. Damit ist gewährleistet, dass ihr ein gleichmäßiges Garergebnis erzielt, dass jeder Würfel im Grunde genommen gleichmäßig gegart ist und den optimalen Garpunkt erreicht. Für den nächsten Schritt nehmen wir die gleiche Pfanne. Das ist wichtig, damit die Röstaromen, die vorher vom Fleisch noch in der Pfanne sind, jetzt auch übergehen können ins Röstgemüse. Jawohl, Dirk. Richtig. Das Gemüse, wir haben hier schon vorbereitet, Karotten, Sellerie, Lauch, etwas Zwiebel und etwas Tomatenmark. Das rösten wir jetzt auch in der Pfanne an. Das Tomatenmark gibst du aus welchem Grund dazu? Für den Geschmack und für die Farbe, Dirk. Dann geben wir noch ein bisschen Paprikapulver dazu. Auch für die Farbe, natürlich auch für den Geschmack. Sehr gut. Paprika brät sich schön mit dem Gemüse zusammen ein. Und dann können wir auch schon umtopfen, denn jetzt kommt das zum Fleisch. Genau, Dirk. Schön leicht braun angebraten, die Röstaromen sind da. Und ab mit aufs Fleisch. Welche Flüssigkeit gibst du denn jetzt dazu? Wir nehmen heute einen klassischen Rinderfond. Ihr könnt aber gerne auch zu Hause Wasser oder Rotwein benutzen. So. Rinderfond. Dann nochmal rühren.
Da vorne sehe ich noch ein paar Gewürze, die wir noch nicht genutzt haben. Ja. Ich sehe Lorbeer, ich sehe Wacholder. Legst du das einfach jetzt mit in den Topf? Dirk, jawohl. Wacholderbeeren, Lorbeerblätter, gerne auch Nelken. Nicht zu viel, 3-4 Stück. Für diese Menge reichen völlig aus. Das gibt richtig Geschmack an die Soße. Verleihen dem Gulasch nochmal einen super Geschmack, einen letzten Pfiff. Bei welcher Temperatur garst du? Das Gulasch sollte leicht vor sich hin köcheln, mit dem Deckel auf den Topf. Und 1,5-2 Stunden braucht er. Circa alle 15 Minuten geht ihr bitte hin, einmal kurz durchbewegen. Jetzt haben wir hier einen wunderbar vor sich hin köchelnden Gulasch. Der ist ja an sich servierfertig. Der ist servierfertig. Wir werden wohl noch ein bisschen abschmecken mit Salz und Pfeffer. Und dann sind wir durch. Mit Pfeffer und mit Salz. Sehr, sehr lecker. Robert? Bombe. Super. Richtig gut. Wir haben ganz am Anfang das Fleisch vorgestellt. Ja. Wir haben ja diesen Gulasch aus der Keule gemacht. Wir haben aber auch noch das durchwachsenere Fleisch, was wir aus dem Rosenstück oder aus der Beinscheibe geschnitten haben. Ja. Da würde ich dir gerne mal zeigen, was wir damit so auf die Schnelle für einen Gulasch machen können. Dann bin ich mal gespannt. Ja. Wir nehmen unser Gefäß, legen das Saftgulasch, legen das hier ins Gefäß. Saftgulasch nennt man es, weil es halt etwas sehniger ist, durchwachsener ist. Man kann gerne die Beinscheibe dafür nehmen, man kann das Rosenstück nehmen, man kann auch die Brust nehmen. Das sind alles Teilstücke, die ein bisschen durchwachsener sind. Jetzt haben wir das Fleisch hier drin. Wir nehmen unser Gemüse, kippen es dazu, ein bisschen Lauch, ein bisschen Sellerie und ein paar Möhren. Wir legen einfach die Zwiebeln dazu, würzen das Ganze dann mit Salz und Pfeffer, ein wenig Salz, ein wenig Pfeffer. Ich nehme auch gerne ein bisschen Paprika edelsüß. Das Gulasch bekommt da eine schöne Würze von und letztendlich auch eine schöne Farbe für die Soße. So, jetzt vermengen wir das Ganze. Als Flüssigkeit nehmen wir in diesem Fall Wasser. Ihr könnt natürlich auch Rinderfond nehmen oder auch Rotwein, je nach eurem Geschmack. Bei 180 Grad mit geschlossenem Deckel kommt dieser Topf dann für circa 2,5 bis 3 Stunden in den Ofen. Zwischendurch 1-2 Mal umrühren und schon habt ihr einen fertigen Saftgulasch. Ich mag es lieber klassisch. Aber egal für welche Variante man sich entscheidet, wir haben euch gezeigt, wie es geht und man bekommt einen hervorragenden Gulasch. Guten Appetit!